Ja, dann hallo zu unserer Pressekonferenz nach dem heutigen Zweitligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Endstand 1:2 vor 5.701 Zuschauern hier im BWT-Stadion am Hartwald. Ich darf beide Trainer ganz herzlich begrüßen, Robert Klaus vom 1. FC Nürnberg und unseren Trainer Alois Schwarz. Und der Gast hat das erste Wort. Das Mikro gebe ich mal gerade rüber, so müssen wir es heute machen. Ja, hallo, Servus. Ja, wir sind sehr froh und glücklich über den Sieg, wie er auch am Ende zustande gekommen ist. Erinnert natürlich ein bisschen an die letzte Saison, wo wir hier ähnlich in der Nachspielzeit das Siegtor gemacht haben. Ich glaube, wir haben von unserer Seite zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir einfach nicht gut, viel zu passiv, nur zurückgewichen, kaum ins letzte Drittel gekommen. Und dann hat Sandhausen das eine Tor gemacht. Zum Glück machen wir das 1-1 direkt nach der Halbzeit. Das war die Initialzündung. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit so gespielt, wie wir uns das von Anfang an vorgenommen haben, mit etwas mehr Mut, ohne komplett ins Risiko zu gehen, weil wir immer aufpassen mussten auf die gefährlichen Konter von Sandhausen. Das haben wir dann in der Restverteidigung ganz gut gelöst. In der zweiten Halbzeit hatten dann mehr Abschlüsse, sind besser ins letzte Drittel gekommen, haben mehr Standards rausgeholt und machen dann am Ende dieses glückliche Tor zum 2-1. Und ja, sind darüber sehr froh natürlich, wissen aber auch, dass wir in Summe besser spielen müssen, auch besser verteidigen müssen. Alles, was zum Fußball dazugehört, war in der ersten Halbzeit zu wenig. In der zweiten Halbzeit war es dann so, wie es immer sein muss. Danke. Ja, vielen Dank, Robert. Und ich darf direkt weitergeben zu Alois Schwarz. Alois, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, danke erstmal. Ein Hallo. Die eine Seite ist froh, die andere ist enttäuscht. Das sind wir. Wir hatten nach dem Karlsruhe-Spiel viel gesprochen und auch viel analysiert und haben das aber heute auch auf die Wiese gekriegt. Ich glaube, die erste Halbzeit haben wir richtig ordentlich gespielt, sind immer wieder hinter die Kette gekommen, hatten Möglichkeiten, machen das 1-0. Und ich glaube, Ahmed muss auf jeden Fall das Zweite machen. Wir haben zweimal eine 1-1-Situation gegen Matenia. Aber es ist wahrscheinlich auch Spielpraxis geschuldet. Er zögert, wartet und dann ist die Chance dann vorbei, anstatt er einfach durchläuft, auf seinen rechten Fuß geht. Und vielleicht da das 2-0 macht, dann wird es auch ein bisschen anders. Der Gegner hatte erste Halbzeit gar keine Möglichkeit. Da haben wir sehr, sehr gut verteidigt. Außer einen Standard, wo dann, ich glaube, Dumisch noch den Kopf dazwischen kriegt. Also haben wir es richtig gut gemacht und die zweite Halbzeit geht los, fast Videobeweis. Ja, da wünscht man sich vielleicht auch mal das Glück vom Videobeweis, haben wir nicht gehabt und kriegen dann ein Standardtor. Kann auch mal passieren. Danach, denke ich, war es ein bisschen ausgeglichener. Nürnberg hatte dann schon ein bisschen mehr den Ball, hat auch ein bisschen mehr dann versucht zu investieren. Wir haben immer versucht, unsere Möglichkeiten zum Umschalten. Ja, dann haben wir uns eigentlich bis zum Schluss ganz ordentlich angestellt, bis zur 93. Minute. Wir haben schon in Karlsruhe in den letzten Minuten ein Kontertor bekommen. Und wenn ich dann an der Eckfahne bin und rück dann so weit auf und habe dann hinten auf einmal ein 1 gegen 1 und das wird dann vom Stürmer ausgenutzt und das in der 93. habe ich mich nicht clever verhalten. Was mich heute sehr geärgert hat und ich bin ja auch oft und rede viel mit den Schiedsrichtern, dass ich auch Dieter kann das auch bestätigen, wenn man etwas älter wird, wird man auch etwas ruhiger. Und das bin ich geworden und da kriege ich auch ein Lob von den Schiri. Aber heute muss ich wirklich sagen, was mich richtig ärgert, und das sind die 50-50 Entscheidungen, die ständig gegen einen gehen. Ich glaube, gefühlt hatte Nürnberg um unseren 16er rum 20 Standards, wir hatten, glaube ich, keinen einzigen. Alles nur in eine Richtung und dann wirst du natürlich auch da draußen ein bisschen verrückt. Das hat mich ein bisschen geärgert, da hätten wir es ein bisschen ausgewogener, weil so viel Druck kannst du dann irgendwann mal nicht mehr aufhalten. Bezeichnend war ja auch die Szene beim Einwurf. Der Linienrichter wusste gar nicht, winke ich jetzt auf rechts oder auf links, und dann schiebt die Fahne auf links und wir diskutieren, das dürfen wir nicht und sind hinten ungeordnet, vor allen Dingen in der Zeit, aber das hat sich einfach sehr, sehr summiert, das möchte ich einfach mal loswerden, das war, fand ich heute, keine gute, ausgeglichene Leistung. Danke. Ja, hallo, danke für dein Statement. Dann kommen wir zu den Fragen der anwesenden Journalisten. Die Kollegen aus Nürnberg würde ich bitten, kurz Name und Medium zu nennen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, da in der Mitte ist schon eine Frage. Klaus, gibst du bitte mal kurz das Mikro nach hinten? Dankeschön. Sie haben schon angesprochen, dass die Halbzeiten unterschiedlich waren und offensichtlich die Halbzeiten nicht zusammen.
Wir haben in der Halbzeit genau das angesprochen, was wir besser machen müssen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit gezeigt. Also der Plan von der ersten Halbzeit war das, was wir auch in der zweiten Halbzeit spielen wollten. Einen guten Mix zu finden, wann wir mal hinter die Kette spielen und wann wir vor die Kette spielen, weil da waren auch große Räume, die haben wir in der ersten Halbzeit nicht gefunden. Die Räume direkt vor der Kette, und da haben wir dann in der zweiten Halbzeit hingespielt. Wir wussten, dass das Zentrum sehr verdichtet sein wird heute. Deswegen haben wir mehr über den Flügel heute gespielt, haben auch mit vielen Verlagerungen gespielt, dass wir da immer wieder unsere Außenverteidiger ins Spiel bekommen und dann 2-gegen-1 Situationen herstellen. Das hat dann gegen Ende mit der Reinnahme von Mats dann über links ganz gut geklappt und dann über die Verlagerung nach rechts. Deswegen dieser Mix zwischen wann spiele ich hinter die Kette und wann spiele ich vor die Kette, den haben wir in der ersten Halbzeit gar nicht hinbekommen. Da haben wir nur versucht, hinter die Kette zu spielen. In der zweiten Halbzeit war das dann schon besser. Machen wir die Nachfrage gerade aufs Mikro. Also wenn es irgendwie geht, wollen wir natürlich Mats auf den Platz bekommen, aber Mats hat jetzt seit 2 Wochen nicht komplett durchtrainieren können, hatte letzte Woche kleine Wehwehchen, auch diese Woche nicht komplett fit, ist zudem Vater geworden und ist erst Donnerstag wieder mit der Mannschaft eingestiegen, hat erst 2 Trainingseinheiten gemacht. Deswegen war klar, dass die Kraft nicht für 90 Minuten reichen, deswegen wollte man heute lieber von der Bank bringen, mit ihm auch abgestimmt, dass er dann nochmal einen Impuls gibt, und ich fand, dass er das auch dann gut gelöst hat, immer anspielbar war und dann auch nochmal über links eine gute Überzahlsituation hergestellt hat. Dann gehen wir das Mikro einmal bitte nach vorne. Johannes Blehm, Schwetzinger Zeitung. Schwarz, wissen Sie schon mehr was zu den Ausfällen von Dennis Diekmeyer und Tom Kriegel? Wann sind die Verletzungen passiert und vielleicht auch was zur Auswahlzeit schon? Zur Auswahlzeit? Also zur Auswahlzeit kann ich jetzt noch gar nichts sagen, aber es hat sich gestern erst abgezeichnet, dass beide nicht spielen können. Der Dennis hatte an der Hüfte, irgendwie an der Sehne was, und Tribul am Sprunggelenk, Innenband des Sprunggelenks. Deswegen, also genau, müssen wir erst mal dann am Montag abwarten, wenn es ins MRT geht. Weitere Fragen? Da ist ein Kollege aus Nürnberg. Ja, Sadik hat heute gespielt, weil wir auf der einen Seite natürlich die vielen langen Bälle und die Kopfballduelle vor der Abwehr mit einem großgewachsenen Sechser wegverteidigen wollten, dass nicht immer die Innenverteidiger ins Duell müssen, dass sie dann eher die Tiefe verteidigen können. Das ist ganz gut aufgegangen, bis auf das 0-1, da fallen wir zu früh mit der Kette und sind da zu passiv einfach. Das war okay, also der eine Grund, deswegen hat Sadik gespielt, weil er groß gewachsen ist und da vor der Kette viel wegräumt, und auf der anderen Seite, weil wir auch ihn mit seinem Tempo und seiner Agilität brauchten, um die Konter zu verhindern. Gerade in der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, wenn wir weiter aufgerückt waren und große Räume preisgegeben haben, dass nach Ballverlust natürlich schon dann auch die Räume da sind, die dann Sandhausen gut ausnutzen kann. Das ist ihre Stärke, und der Sadik ist dann da schon sehr athletisch und schafft es auch immer wieder mal Rückstände aufzuholen und dann immer wieder noch ins Duell zu kommen. Deswegen war er aufgestellt worden. Sadik hat einen nervösen Beginn gehabt heute, das hat man gemerkt, hat dann zweimal über den Ball geschlagen und Eckbälle produziert, was natürlich gerade in Sandhausen nicht das die allercleverste Lösung ist für uns, auch mit unserer Geschichte gegen Sandhausen. Hat dann aber reingefunden ins Spiel, finde ich, nach und nach, ist dann etwas ruhiger geworden auch, dass er natürlich jetzt uns nicht die extrem vielen Lösungen nach vorne gibt, als defensiver Sechser, als auch eigentlich gelernter Innenverteidiger. Das war uns vor dem Spiel klar, aber da hat man geguckt, dass wir mit Fabi und mit Lino dann auch spielstarke Spieler neben ihm postieren. Für sein Debüt, muss ich sagen, bin ich zufrieden mit ihm, von seiner Einstellung, von seiner Mentalität, von wie er sich reingehauen hat, bis die Füße dann irgendwann den Geist aufgegeben haben. Und ja, dürfen nicht vergessen, dass es seine erste Saison im Herrenbereich ist. Er ist 19, der Junge, und kommt direkt aus der Jugend, und dafür hat er es echt, echt ordentlich gemacht. Nachfrage? Eine weitere Frage noch kurz. Du hast gesagt, das war ein Sieg der Mentalität heute. Wie aus meiner Sicht war ein Florian Hübner. Ja,
Ja, das ist Hübis Spielweise. Wir kennen ihn alle jetzt auch lange, dass er da natürlich auch im Zweikampf seine Stärken hat und sich da auch wohlfühlt. Und ist ein sehr emotionaler Spieler, der Hübi. Der braucht auch eine aufgeheizte Stimmung und dann wird er auch besser. Und ich glaube, dass er auch Schmerz gut tolerieren kann. Das hat er auch schon gezeigt in den letzten Jahren auch bei uns, dass er damit gut umgehen kann. Wichtig wäre für uns generell, dass wir sowohl Einzelspieler als auch manche, dass wir nicht so solche Momente brauchen, ob es jetzt ein Ausgleichstor ist oder mal ein Foul gegen uns oder mal eine strittige Situation oder eine Rudelbildung, um dann gut im Spiel drin zu sein, sondern wir brauchen es von der ersten Minute an, diese Emotionalität, und das wird unsere Aufgabe sein. Weitere Nachfragen? Ja, Klaus, das war ja ein Thema. Also erstmal freut mich extrem, dass wir defensiv bei Eckbällen nicht zugelassen haben. Wir haben auch wenig produziert, aber trotzdem die wir gegen uns hatten, die haben wir gut verteidigt. Das war gut. Und auf der anderen Seite natürlich vorne freut es mich, dass wir ein Tor gemacht haben nach einer Ecke. Wir arbeiten da viel daran. Ich hoffe, dass es auch den Jungs Selbstvertrauen gibt für die weiteren Spiele, dass wir da auch nach Eckbällen erfolgreich sein können. Wir hatten ja dann sogar noch am Ende durch James Lawrence kurz vor Schluss auch noch die Riesenchance, das 2-1 zu machen, wo der Ball am kurzen Pfosten verlängert wird, der am langen Pfosten ganz blank ist, aber den Ball nicht richtig trifft und leicht in den Rücken kommt. Also da hat man schon gefährliche Situationen heute, die nach Eckbällen waren gut getreten, bis auf den ersten von Erik, aber die anderen waren gut getreten. Und wir wussten, dass wir da auch gut sein können, aber auch da haben wir es zu wenig gezeigt bis jetzt, und auch das ist jetzt Ansporn für uns, das weiterhin so zu zeigen. Gut, dann Klaus Weber, Rhein-Neckar-Zeitung. Ja, im Nachhinein kann man immer schlauer sein, Herr Weber. Das ist immer so, dass der Tom gefehlt hat, der ist schon ein Stabilisator für uns, klar. Und auch dann so kurzfristig, es tut immer mal kurz weh, klar. Aber die anderen sind ja auch und die haben es auch gut gemacht. Mein Ritzi hat jetzt länger nicht gespielt. Ich finde, er hat 60 Minuten sehr, sehr ordentlich gespielt und hat auch gemerkt, dass die Luft ein bisschen dünner wird. Dann haben wir ja da auch reagiert. Und da wollte man noch auf den Flügeln zwei frische Leute bringen. Ja, dagegen hat viel Druck gemacht, man musste viel hinterherlaufen dann. Hat sich jetzt nicht so ausgezahlt, ja, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Ja, das ist immer so, wenn man auswechselt, dann wünscht man sich, dass man vielleicht auch das glückliche Händchen hat. War heute leider nicht der Fall. Johannes? Ja gut, das Tor macht natürlich Weltklasse, ja. Also Sonntagsschuss am Samstag, freut mich auch für ihn, er hat immer fleißig dran gearbeitet, ist nicht am Meckern und hat sich da angestellt, jetzt hat er die Möglichkeit bekommen, hat ein gutes Spiel gemacht, natürlich wäre es schön, wenn man ein gutes und aber auch ein erfolgreiches gehabt hätte. Gut, Klaus noch sonst, gehen wir nochmal ganz rechts rüber zu den Kollegen Wolfgang Lars, ja. Nee, nicht glücklich. Glückliches Ende, glückliches Tor. Also, aber nicht der Abschluss an sich. Nee, das nicht. Wann haben Sie gemerkt, dass er also wir saßen ja genau in Verlängerung der Flugkurve mit der Bank und deswegen haben wir den schon drin gesehen, bevor er überhaupt im Tor war, weil einfach vom Winkel, der hat sich so gesenkt, dass klar war, dass der Torhüter nicht mehr rankam, und war schon ein schönes Gefühl, den da so einschlagen zu sehen. Der kann diese Bälle schlagen. Ja. Das wissen wir schon. Also glücklich im Sinne von, dass es halt in der 94. Minute fällt, das Tor, und nicht glücklich vom Abschluss her. Den Abschluss kann er schon. Aber auch wie beim 1-0, von 10 Bällen geht halt einer rein. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das sind halt schon dann Sonntagsschüsse, und der fällt nicht jeder so rein. Und da ist es schon für uns von Glück, dass er heute mal da so hinten reingefallen ist, und Pech, dass er beim 0-1 da hinten reingeht. Und so ist ein Fußball. Diese Liga ist so eng, und da entscheiden halt diese Kleinigkeiten. Da geht er mal an Pfosten oder geht halt mal rein, und dann nehmen Spiele halt diese Wendung. Und
da muss man die Mannschaft darauf vorbereiten, da muss man auch mit umgehen können draußen und auch auf dem Spielfeld, dass nicht alles planbar ist. Und heute war es für uns erst unglücklich und am Ende sehr glücklich. Ja, es ist immer, also ich habe mich sehr gefreut und habe aber im gleichen Moment auch schon gedacht, okay, wir haben noch eine Minute, das Spiel ist nicht zu Ende, was können wir noch machen, und habe dann sofort dann geguckt, dass wir den Wechsel nochmal machen und auf eine Dreierkette gehen, um den letzten langen Ball nochmal gut zu verteidigen. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite jubeln und freuen, auf der anderen Seite aber nicht zu viel, weil das Spiel noch nicht gewonnen ist, sondern du musst natürlich noch deinen Job machen als Trainer und deine Mannschaft dann auch vielleicht einen Wechsel machen oder nochmal zeigen, hey, wir müssen jetzt auch das und das machen. Also, aber ich habe mich sehr gefreut für Quattro, vor allen Dingen, weil jetzt das, was wir in Regensburg schon vorhatten, ihn von der Bank zu bringen, wenn Räume da sind, das ist heute mal aufgegangen, und das haben wir vorher auch mit ihm so besprochen, dass er heute von der Bank reinkommt, und heute konnten wir ihn dann auch mal etwas später von der Bank bringen, als die Räume dann etwas größer waren. Gibt es weitere Nachfragen? Das ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank unseren Gästen aus Nürnberg, eine gute Heimfahrt. Und für uns geht es weiter am kommenden Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Bis dahin, gesund bleiben. Tschüss zusammen.